Freundchen, jetzt ist Feierabend, okay? Also gut, dann zahle ich halt. Was macht's denn? 332 Milliarden. Entschuldigung, für einen Trollinger und einen Uso? Nee, aber hier. Was? Was soll denn das sein? Moment mal, Kriegsschäden, Reparationszahlungen, das ist ja der Deckel von meinem Opa. Da habt ihr Deutschen es so richtig krachen lassen, was? Also gut, bar habe ich es jetzt nicht bei mir, aber ich bin gleich wieder da, ja? Die Deutschen, die kommen immer wieder. Guten Tag. Sie, bin ich hier bei Ihnen richtig? Ich brauche eine Schuldberatung. Ich stecke bis über beide Ohren in Schuld. Ja, selbstverständlich sind Sie beim Auswärtigen Amt ganz richtig. Schauen Sie, ich habe erfahren, dass wir Deutschen in Griechenland ganz schön gewütet haben. Ich wusste davon ehrlich nichts. Ja, sehen Sie, wir haben seit 39 so viele Länder überfallen, da kann man schon mal eins vergessen. Überfallen ist gut. Wir haben in Griechenland 60.000 Juden ermordet, zehntausende Zivilisten massakriert, 300.000 Menschen verhungern lassen, die Wirtschaft ruiniert. Das ist doch ein riesiger Schuldenberg. Da haben Sie vollkommen recht, aber eins nach dem anderen. Schauen Sie mal hierher. Gucken Sie mal. Sehen Sie, wir haben doch auch was auf der Habenseite. Sehen Sie, hier. Als die Wehrmacht aus Griechenland 44 abgezogen ist, hat sie in Athen einen Kranz niedergelegt. Naja, um zu zeigen, Deutschland ist nicht als Feind gekommen. Das war sicherlich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, was? Ja. In der Tat, und deswegen ist die Bundesrepublik Deutschland auch überzeugt zu sagen, für solche Reparationsforderungen, da stellt man doch solche alten Freundschaften nicht in Frage. Moment, Moment mal, die Griechen erheben diese Reparationsforderungen schon seit Kriegsende. Ja, sicherlich, aber damals haben wir ihnen ganz deutlich zu verstehen gegeben, jetzt ist es gerade schlecht. Aber bei der Londoner Schuldenkonferenz 53, da wurde vereinbart, dass die Reparationszahlungen aufgeschoben werden bis zum Abschluss eines Friedensvertrags. Völlig korrekt. Ja, dann hätten wir doch nach der Wiedervereinigung zahlen müssen. Der 2+4-Vertrag bei der Wiedervereinigung ist doch ein Friedensvertrag. Nein. Aber in der Präambel steht doch, gewidmet den Völkern, die seit 45 in Frieden leben. Ja, aber wenn man schon im Frieden lebt, dann brauchen wir auch keinen Friedensvertrag mehr. Aber es steht doch alles drin, was in einem Friedensvertrag drinstehen muss. Korrekt, der Vertrag ersetzt einen Friedensvertrag. Er ist ein Friedensvertrag. Er ist eine abschließende völkerrechtliche Regelung. Sie vermeiden nur das Wort Friedensvertrag, um sich vor Reparationen zu drücken. Im 2+4-Vertrag war doch von Reparationen überhaupt nicht die Rede. Und die Griechen haben das auch unterschrieben. Aber die waren doch gar nicht dabei. Sie haben nachträglich davon Kenntnis genommen. Aber von Reparationen stand doch gar nichts drin. Richtig, Sie haben nachträglich davon Kenntnis genommen, dass von Reparationen nicht mehr die Rede ist. Das sind doch üble Tricks. Nein, das ist harte diplomatische Arbeit. Unter anderem von Hans-Dietrich Genscher. Wir haben also immer gesagt, später, 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 später. Und 89 haben wir gesagt, zu spät. Ja. Und das gilt auch für den Zwangskredit, den die Nazis den Griechen 1941 abgepresst haben? Ach, sehen Sie, da möchte ich Ihnen die offizielle Sprachregelung entgegenhalten. Die Frage von Reparationen und Entschädigungszahlung ist rechtlich und politisch abgeschlossen. Aber hören Sie mal, die Nazis haben den Kredit selbst anerkannt und sogar eine Rate gezahlt. Und die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger drückt sich vor ihren Verantwortlichkeit. Na, wir haben eben konsequent mit unserer Vergangenheit gebrochen. So, fühlen Sie sich jetzt schuldfrei? Nein! Vor allem, weil keiner der Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden ist. Kein einziger deutscher Kriegsverbrecher, der in Griechenland gewütet hat, ist vor Gericht gestellt worden, obwohl die Griechen uns erlaubt haben, diese Leute in Deutschland anzuklagen. Ja, sicherlich, aber das war damals nicht möglich. Ich darf das Auswärtige Amt zitieren. Die haben geschrieben, das würde die deutschen Justizbehörden aufs Schwerste belasten. Ist aber auch belastend für die Täter, wenn man immer wieder an die eigenen Taten erinnert wird. Sehr richtig. Sehen Sie, deswegen haben wir einen Gegenvorschlag gemacht. Wir haben gesagt, Athen könnte doch einfach eine Generalamnestie für alle Nazitäter schaffen. Was? Moment mal, wir Deutschen haben großzügig das Angebot gemacht, dass die Griechen alle unsere Gräueltaten einfach vergessen? Ja, haben sie nicht angenommen? Stellen Sie sich vor. Also haben wir gesagt, okay, wir schauen uns mal diese Akten an. Was Sie genau gesagt haben, steht, Sie haben geschrieben, Zitat, äußerstenfalls könne man die Vorgänge einlagern. Schließlich sei es gleichgültig, ob nun 100 oder 500 Akten in einem Aktenschrank verwahrt werden. Ist ja wurscht, was? Sehen Sie, wir mögen den Zweiten Weltkrieg verloren haben, aber die Nachkriegszeit haben wir gewonnen. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts getan hätten. 1960, da haben wir nach Griechenland 115 Millionen D-Mark überwiesen für
nur für die Menschen, die Opfer der Rasseideologie der Nazis geworden sind. Ja, und was ist mit den anderen Tausenden von Opfern bei den Massakern? Schauen Sie mal hier zum Beispiel, in Distomo, einem kleinen griechischen Ort, ja, da hat die eine SS-Einheit eine Racheaktion durchgeführt. Die haben einen Tag lang gewütet und dabei über 200 Menschen, unschuldige Zivilisten, Unbewaffnete umgebracht, schwangere Frauen, ja, Kinder, ja, Alte. Ja. Und dieser Junge hier, damals 4 Jahre alt, der hat bei dem Angriff nicht nur 30 Verwandte, sondern auch seine Mutter und seinen Vater verloren. Sehen Sie, solches Leid lässt sich in Geld nicht bemessen. Vielleicht kann man es ja mal versuchen. Sehen Sie, das ging nicht. Ich habe irgendwo die Akte dazu. Man hat damals, ja ganz klar... Zeigen Sie, damals hat er um Entschädigung gebeten. Und dann hieß es in der deutschen Botschaft in Athen, ja genau, hier, das Massaker in Distomo sei als eine Maßnahme im Rahmen der Kriegsführung zu werten und somit bestehe kein Anspruch auf Entschädigung. Wollen Sie damit behaupten, dass das Abschlachten von Frauen und Kindern für die Bundesregierung eine normale Kriegshandlung war? Ja, 96 hat man das noch geschrieben. Oh, das ist sehr freundlich. Ein Uso. Vielen Dank, wir hatten aber keinen bestellt. Das. Nee, die sind von dem Herrn da drüben auch. Oh, danke. Vielen Dank. Sagen Sie, kennen wir uns? Ja, mein Name ist Argyris von Duris. Ich bin der kleine Junge da, der 1944 Ich habe 1944 meine Eltern verloren und bin an der Hand meiner Schwester aus dem brennenden Haus geflohen. Das trifft sich eigentlich ganz gut, Herr von Torres, weil dann können wir Sie einfach mal persönlich fragen. Das, was wir da gerade vorgelesen haben, das war die offizielle Begründung, die die Botschaft in Athen Ihnen geschrieben hat, auf Ihre Forderung nach Entschädigung. Ja, genau. Und das hat die Botschaft im Auftrag des Auswärtigen Amtes gemacht, der die Distomo-Lüge der Täter, die in ihrem Bericht das Massaker als Kriegsmaßnahme geschildert haben, wieder aufgenommen hat nach 50 Jahren. Und Sie haben nie Entschädigung bekommen? Nein, im Gegenteil. Deutschland hat alles unternommen, um uns keine Entschädigung zu zahlen. Ist sogar bis zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegangen. Gab es von deutscher Seite mal sowas wie eine Entschuldigung? Ja, nach 70 Jahren ist Bundespräsident Gauck nach Griechenland gekommen und hat um Entschuldigung gebeten und hat festgestellt, dass die Deutschen damals Raub und Mord und Terror nach Griechenland gebracht haben im Auftrag Berliner Beamten. Und dann hat er noch hinzugefügt, er sei nicht Vertreter der Regierung, deshalb könne er nicht von Entschädigungen sprechen, die sind sowieso nicht mehr vorhanden. Herr von Torres, was könnten wir jetzt als Deutsche tun? Die Regeln anwenden. Regeln sind Regeln. Schulden müssen bezahlt werden. Und keine Tricks. Herr von Torres, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, das war die Anstalt. Heute mit unseren Kollegen Arnulf Rating, Klaus Eckel und Serdar Somuncu. Danke. Bis zum nächsten Mal. Dieser Applaus. Thank you.